Ich habe mich schon lange gefragt, warum es eine Sache noch nicht in unsere Gärten geschafft hat, obwohl das so unglaublich sinnvoll ist, einem die Arbeit leichter macht und dazu führt, dass man mehr Platz für die Anzucht, aber auch für die Vermehrung hat, und zwar das ganze Jahr lang. Die Rede ist von sogenannten Ebbe- und Fluttischen. Haben die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört und hört sich eher nach so einer Fernsehquiz-Frage an. Was ist ein Ebbe- und Flutticht? Antwort 1, eine flache Felsformation am Strand. Antwort B, eine bretonische Fischplatte. Oder Antwort C, ein sehr praktischer Tisch, den man eigentlich in jeder Gärtnerei findet. Und vielleicht bald auch in euren Gärten. Schauen wir uns so ein Ding mal an. Dieses riesige Exemplar hier, das hat Marcel in Teilen selber gebaut. Habt ihr in ähnlicher Form bestimmt schon mal in Gärtnereien, im Gartencenter gesehen. Da stehen Pflanzen drauf. Hier ist unter dem Bändchengewebe eine große Plastikwanne und die sind unglaublich teuer. Hier kommen die Pflanzen drauf. Dann wird der Tisch geflutet, also der Flutpart des Ebbe- und Fluttisches. Hinten ist ein Ausguss. Den kann man öffnen und wenn die Pflanzen genug Wasser haben, kann man einfach das Wasser da ablassen und dann herrscht wieder Ebbe. Glaubt mir, auch so ein Tisch in klein ist schon eine Art Game Changer. Man hat jede Menge Platz, das Bewässern ist super einfach. Die Sachen können teilweise hier auch über Monate draufstehen, wenn man zum Beispiel irgendwas anwurzelt. Man muss sich keine Sorgen machen, dass es aus dem Topf rauswurzelt in die Erde. Man kann sehr gezielt gießen und es spart einfach eine ganze Menge Platz. In wenigen Wochen, wenn die Pflanzenanzucht richtig hier begonnen hat, stehen hier etliche tausend Jungpflanzen drauf. Brauchen wir im Privatgarten nicht. Wir beschränken uns auf ein angenehmeres Maß und das bauen wir jetzt mal. Das erste, was wir natürlich brauchen, ist eine irgendwie geeignete Platte. In dem Fall eine Palette, kann aber auch eine alte Tischplatte sein. Hauptsache rechteckig und mit der richtigen Größe. Was ist die richtige Größe? Naja, das müsst ihr entscheiden für euch. Bei mir ist es wichtig, dass zum Beispiel diese Quickpot-Platten im Standardmaß drauf passen. Diese 24er Topfhalter, davon passen 3 von den Quickpots. 4 auf so eine Euro-Palette oder eine Palette mit Euro-Maß. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr da mehrere von habt, einfach 2, 3 nebeneinander machen und euch so einen sehr großen Ebbe- und Fluttisch basteln. Das nächste, was wir brauchen, ist irgendeine Umrandung. Ich habe mich hier für Dachlatten entschieden. Das hat für mich das richtige Maß, die richtige Höhe, damit genug Wasser hier drin bleibt. Und die sägt man entsprechend so, dass diese kleine Mauer einmal komplett um die Palette rumgeht. Als nächstes für unser Wasser natürlich eine Teichfolie. Ich habe hier die günstigste, die dünnste aus dem Baumarkt genommen. Die Folie wird am Holz später mit einer Heftzange befestigt und damit die Klammern nicht direkt wegrosten, sollten die zumindest verzinkt sein. Aber ich denke, es gibt auch welche aus Edelstahl. Am Ende soll unsere Konstruktion ja ein Tisch werden, nicht einfach nur eine Platte. Und deshalb müssen da irgendwelche Beine drunter und da seid ihr relativ frei, was eure Kreativität anbelangt. Ihr könnt Steine nehmen, ihr könnt Holzbeine machen, ihr könnt auch 2 Palettenstücke nehmen. Ich habe von einem alten Werkstatttisch diese Beine noch, die kommen bei mir da drunter. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Part und zwar der Abfluss. Und das ist einfach so ein Teil, wie man es in Waschbecken verwendet. Das kommt unter das Brett, das kommt über das Brett und wird dann festgeschraubt. Hier nochmal so einen passenden Flexschlauch unten dran, der wird an das untere Teil von dem Ausguss dran geschraubt und kann dann zum Beispiel in einen Eimer geleitet werden. Ich habe mich entschlossen, den Abfluss nicht mittig zu machen, sondern an einer Seite, damit das Wasser auch ablaufen kann. Und ja, ich weiß, es gibt Bohrer, die passen genau. Habe ich aber gerade nicht, deshalb müssen wir ein bisschen improvisieren.
Ich bin sicher, ihr habt genau das richtige Werkzeug dafür. Das mit den Ecken, das ist immer das Schwierigste. Man muss es umknicken, sieht dann nicht so toll aus. Aber naja, ich finde, das ist mir hier ganz gut gelungen. Jetzt zu dem Ausguss. Diese Dichtung gehört eigentlich hier dran, aber wir installieren das ja sowieso nicht so, wie es sein soll. Deshalb habe ich mich entschlossen, dass die Dichtung nach oben kommt. Das passt hier rein und mit Druck sollte das dicht sein. Wie gesagt, falls nicht, kommt da noch Silikon hin. Hier ist das Loch. Vorsichtig und auch nicht ganz einschneiden. So, das kann sich sehr schön jetzt hier andrücken. Das wird jetzt von unten festgeschraubt. Das Praktische an diesen Flexrohren ist, dass ihr die fast bis ganz nach unten rausziehen könnt, um dann das Wassergefäß dahin zu stellen, wo ihr das gerne hättet. Eine Wanne, ein Eimer, was ihr möchtet. Ich darf sagen, ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Schauen wir uns das einfach mal an. Ja, so sieht er ganz aus. Die Beine sind jetzt einfach dran montiert, einfach dran geschraubt. Da muss jetzt noch eine Kreuzverstrebung hinten dran wegen der Stabilität, aber ich werde die eh noch mal abmontieren, um den in meinen Garten zu transportieren. Aber sonst, es funktioniert super. Gerade schon mal Wasser reingegeben. Beim Aufstellen ist es noch mal extrem wichtig, dass man an das Gefälle in Richtung Abfluss denkt. Und wenn ich den Stopfen öffne, fließt es unten direkt in die Gießkanne. Dank des Flexschlauches gar kein Problem. Das kann man so jetzt als Basisversion betrachten und ihr könnt da jetzt noch mal richtig kreativ sein. Ich könnte hier zwischen jetzt noch mal eine Ablage machen. Hiermit könnte man noch irgendwas machen, irgendwas für Werkzeug oder einen Rahmen da drum, wie man das von so Pflanztischen bekommt, mit einem Regalbrett, eine Ablage für eure Töpfe, eure Quickpots, falls ihr sowas gerne möchtet an der Stelle. Was ich nur nicht raten kann, ist darunter, wenn ihr das einfach so irgendwo in den Garten stellt, unten auf den Boden was hinzustellen, außer jetzt ein Eimer oder eine Gießkanne, weil das ist ein trockener Platz. Und wenn da noch Sachen draufstehen, dann ist es noch trockener. Und das ist so ein beliebter Spot für Wühlmäuse. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Die Hauptbeweggründe für mich, diesen Tisch zu bauen, das ist zum einen der Platz, den man damit schafft, aber auch eine bessere Bewässerung der Pflanzen. Gerade im Sommer, man hat überall kleine Töpfe stehen. Vergisst es vielleicht zu gießen, so kann man das zentral an eine Stelle hinstellen, gießt ein, zwei Gießkannen hier rein und hat dann erstmal Ruhe. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, eigentlich wolltet ihr ja noch Sommerblumen anziehen, aber alles steht voll mit euren Tomaten, Gurken und Paprika im Haus. Kein Platz dafür, es ist aber schon im Freiland möglich, genau wie Salate oder Kohlpflanzen. Bitte sehr,
da habt ihr mehr Platz. Von diesen Quickpot-Platten passen mindestens 4 Stück auf den Tisch. Diese 24er Topfgitterplatten, die habe ich euch hier auch schon mal gezeigt. Da kommen 9er Töpfe rein und man kann das so bequem transportieren und zum Bewässern bringen. Die Bewässerungswanne, die wir haben, da tun sich einige schwer, die dafür zu benutzen. Oben passt es noch, man muss halt in die Mitte einen Stein machen, dass es sich nicht durchbiegt. Aber eigentlich sind die auch genau für solche Tische gedacht. Und jetzt ist es gar kein Problem mehr, die komplette Platte auf diesen Tisch zu stellen, sogar 3 Stück davon. Das Schöne an so einem Tisch ist, er ist nicht nur für Multitopfplatten, für die Anzucht geeignet, sondern für alle möglichen Arten von Töpfen. Und besonders praktisch ist, dass ihr über die Menge an Wasser, die ihr hier drauf gebt, also man macht das niemals ganz voll eigentlich, ihr könnt damit regulieren, dass die Pflanzen nicht zu viel Wasser bekommen. Also einfach ein bisschen drauf, Pflanzen draufstellen und ruhig mal 2-3 Tage stehen lassen. Weil das Wasser wird schnell in der Erde drin sein und Staunässe wird so nicht entstehen. Es kommt ja auch gerade im Sommer immer über die Fläche zu ein bisschen Verdunstung. Dem könntet ihr entgegenwirken mit ein bisschen Kies an den richtigen Stellen oder halt Sand. Ich weiß, dass einige von euch Probleme mit Mäusen oder Vögeln haben, wenn Jungpflanzen draußen stehen. Da wird auch gerne mal so eine Platte Salat komplett abrasiert von Mäusen. Hiermit auch kein Problem. Nehmt euch noch 4 Dachlatten, macht noch so eine Umrandung, macht an die Ecken Winkel und darüber ein Drahtgeflecht, Wühlmausdraht, Kaninchendraht und legt es einfach darüber. Und wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, dann könnte man auf so einen Rahmen natürlich auch eine Gewächshausfolie drauf tackern und schon habt ihr so für die Übergangszeit, wenn es draußen eigentlich noch zu kalt ist, aber so kalt auch wieder nicht, dann habt ihr noch viel mehr Platz für die Voranzucht. Allerdings nicht im Februar anfangen, hier Tomaten oder Paprika vorzuziehen. Aber sowas wie Salate oder Kohl sollte in der Regel schon funktionieren, wenn es dann nicht gerade wieder friert. Aber dann kann man es ja immer noch mal reinholen. Mir wurde in einem anderen Bauvideo mal vorgeworfen, die Sachen, die ich baue, die sehen wenig dekorativ aus. Naja, sie sollen funktionieren, aber ich nehme mir sowas natürlich zu Herzen. Deshalb hänge ich einfach über das Ding so eine kleine dekorative Lampe, damit man auch im Dunkeln arbeiten kann. Nee, ist natürlich Quatsch. Mir kommt es bei meinen Sachen darauf an, dass die eine Zeit lang halten, nicht so teuer sind, dass ich Sachen verwenden kann, die ich eh schon habe. Ja, und dass man einfach gut damit arbeiten kann. Von den Kosten hält sich das Ganze sehr im Rahmen. Die Teichfolie ungefähr 10 Euro. Der Ausguss mit dem Schlauch 15 Euro. Vielleicht hat man sowas ja auch noch zu Hause. Die Palette habe ich natürlich nicht gekauft. Die haben wir bei Burago im Warenlager. Da haben wir wirklich genug von. Wenn der in der Nähe wohnt, einfach mal eine Mail schreiben. Wir verschenken die auch regelmäßig. Die Beine, die hatte ich noch. Ja, gut, wenn ihr Holzbeine montieren würdet, je nachdem wie, da kämen vielleicht nochmal Holzkosten von 10 bis 20 Euro auf euch zu. Schrauben, naja, vernachlässigbar. Also ich würde sagen, wenn ihr das komplett mit Beinen baut, vielleicht 50 Euro. Und ich glaube, das ist eigentlich ein recht guter Preis für sowas. Und das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr das nachbaut, schickt mir doch bitte per E-Mail, steht in der Kanalbeschreibung, einfach mal ein Foto davon. Würde mich sehr freuen, wie kreativ ihr da seid. Und damit, wie immer, hat euch das Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal weiter und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.